So, herzlich willkommen zu dieser Diskussion zum Thema Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson. Es gab ja heute schon den ganzen Tag über Veranstaltungen und jetzt sind wir hier zu einer Diskussion. Ich freue mich sehr, dass Nazim Mushabash und Meron Mendel da sind. Ich würde ein paar Sätze sagen, um die beiden vorzustellen. Nazim Mushabash wurde in Amman geboren und hat seine Schulzeit bis zum Abitur in Bethlehem und Beit Jalla verbracht, beides im Westjordanland, und kam 1965 nach Deutschland, hat hier studiert und war bis zu seiner Pensionierung Rektor an einer Realschule, hat Biologie und Chemie unterrichtet. Und er ist seit 2018 Vorsitzender der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Das ist eine Organisation mit rund 400 Mitgliedern, glaube ich, ne? Bisschen mehr. Geht jetzt nach oben. Geht jetzt nach oben, gut. Und er ist ein vielgefragter Gesprächspartner in den letzten Wochen, auch davor schon und letzten Monaten noch mal verstärkt. Außerdem Meron Mendel, den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, auch diejenigen, die jetzt heute im Laufe des Tages schon da waren. Er wuchs in Israel auf, in einem Kibbutz und kam 2001 als Student nach München, hat hier einen Master in Geschichte gemacht und in Erziehungswissenschaften promoviert. Er ist seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Professor für soziale Arbeit, auch in Frankfurt am Main. Und man kennt ihn auch, weil er häufig Essays schreibt, zusammen mit seiner Frau eine Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot in der FAZ, die eben auch als Buch erschienen ist. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute da sind und wir wollen uns mit dem Thema Staatsräson beschäftigen. Heute ist ja insgesamt ein denkwürdiger Tag in vielerlei Hinsicht. Unter anderem wurde heute auch die Antisemitismus-Resolution verabschiedet im Bundestag. Das war nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die heute auch noch passiert sind oder gestern Abend vielmehr. Ich würde zunächst gerne mal Meron Mendel fragen zu einem Sketch. Das ist eine Stelle in Ihrem Buch gewesen. Also Sie haben ein Buch geschrieben über Israel und das Verhältnis der Deutschen zu Israel. Und da kommt relativ am Anfang, wird ein Sketch beschrieben aus einer israelischen Satiresendung. Und zwar verlangt da die israelische Delegation bei Olympischen Spielen vom deutschen Kampfrichter, dass er doch bitte dem kleinen israelischen Läufer ein paar Meter Vorsprung geben soll. Also wie gesagt, eine Satiresendung im israelischen Fernsehen. Und als der deutsche Kampfrichter das dann ablehnt, gibt es eben Proteste in der israelischen Delegation und einer der Läufer sagt, haven't the Jews suffered enough? Haben die Juden nicht schon genug gelitten? Und in Ihrem Buch beschreiben Sie das so, dass der Sketch auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt, was viele Israelis denken, dass die Deutschen ihre historische Schuld durch Zugeständnisse an Israel abbezahlen wollen. Also es ist ein Sketch in einer Fernsehsendung, aber vielleicht hat es ein etwas, worüber es lohnt zu diskutieren. Ist es denn einfach gesagt sowas wie die Staatsräson? Ja. Übrigens, das ist tatsächlich so eine Gruppe von fünf Comedien, die in meiner Jugendzeit absolut die Helden waren, was heute vermutlich die YouTuber sind oder die TikTok-Creators. Wir sind damit aufgewachsen und sie hatten wirklich dieses große Talent, wie man schon sagt, die Finger in die Wunde zu lecken. Und also insofern, natürlich haben sie das nicht so aus der Luft gegriffen, sondern haben sich auf Situationen, die, also es bezieht sich erstmal nicht auf Juden hier in Deutschland, sondern es bezieht sich auf Begegnungen zwischen Israelis und Nicht-Juden aus Deutschland, die sich international kennen, also sei es als Backpackers oder in Sportereignisse oder was auch immer. Und die beiden wachsen natürlich in
also Israelis wachsen mit sehr stark mit dem Holocaust-Trauma auf, als kollektive Trauma. Übrigens auch diejenigen, die nicht ihre Vorfahren tatsächlich, dass ihre Vorfahren nicht unbedingt in der Holocaust-Überlebende waren, aber trotzdem, das ist inzwischen so eine, wurde zu einem kollektive Trauma, das unabhängig von der Herkunft die israelische Gesellschaft definiert, kann man durchaus auch das problematisieren. Und die kann man auch sagen, dass es diese Erwartung, dass Deutschland ein besonderes Verhältnis zu Israel hat, was in anderen Worten nur nicht anders sagt, dass wir wollen ein, sage jetzt salopp gesagt, Extrawurst, also er muss uns besonders auf uns besonders Rücksicht nehmen, kann man auch durchaus kritisieren oder rechtfertigen. Also ich finde, das ist eine durchaus eine Frage, die man diskutieren kann. Aber jetzt komme ich zu unserem Zusammenleben in Deutschland. Hier in Deutschland finde ich das in der Regel auch problematisch, weil du gerade von der Resolution gesprochen hast. Ich hätte persönlich viel besser gefunden, wenn die heutige Resolution nicht nur gegen Antisemitismus gerichtet wäre, sondern wir wissen, das gibt es auch Anstieg von antimuslimischem Rassismus seit dem 7. Oktober. Wäre vielleicht ein gutes Zeichen zu sagen, wir machen eine Resolution, die sich gegen antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von Hass und Hetze, die gerade seit dem 7. Oktober in Zulauf sind. Und indem dass wir sind zunehmend in diese Situation geraten, wo diese Nullsummenspiel, jede Opfergruppe oder jede marginalisierte Gruppe will so viel Solidarität für sich beanspruchen und dabei auch andere mögliche Solidaritäten zu negieren, das ist ein Trauerspiel. Und am Ende, das hilft keine Gruppe, sondern es hilft diejenigen, die ihr Geschäftsmodell darin besteht, genau diese Hass und Hetze zu verbreiten. Vielleicht sollten wir noch einmal kurz, es steht zwar auf dem Flyer, aber vielleicht noch mal einmal kurz für alle sozusagen zur Erinnerung, das, was wir jetzt als Staatsräson bezeichnen, geht zurück auf eine Rede von Angela Merkel 2008 vor der Knesset, in der sie unter anderem gesagt hat, dass jede Bundesregierung eine besondere Verpflichtung hat, eine besondere Verpflichtung hat für die Sicherheit Israels, eine historische Verantwortung Deutschlands, und die ist Teil der Staatsräson meines Landes, hat sie damals gesagt. Herr Mushabash, als Sie 1965 nach Deutschland gekommen sind, was haben Sie denn von dieser Stadt, also die gab es damals noch nicht so formuliert, aber haben Sie da irgendwie gespürt, als Sie ankamen, dass hier irgendwas anders ist, dass hier irgendein besonderes Verhältnis besteht? Obwohl ich an einer deutsch gegründeten Schule war, in Bethlehem und Bejala, und Deutsch schon gesprochen hatte, kam ich hier nach Deutschland und wusste weder von der Shoah noch von der Staatsräson oder der Verpflichtung oder von der besonderen Beziehung Deutschlands zu Juden und Judentum. Ich kannte die Geschichte ja auch gar nicht, und ich konnte damals und bis jetzt kann ich nicht von Deutschen verlangen, dass sie meine Geschichte kennen. Das heißt, ich musste mir dieses alles selber autodidaktisch aneignen. Aber von der Shoah? Von der Shoah gar auch nichts gehört, nein. Okay. Und ich füge hinzu, meine Frau ist jetzt hier. Meine Frau ist aus der Flucht von Ostpreußen mit ihrer Familie hier nach Niedersachsen, also nicht nach Niedersachsen gekommen. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Sie hat weder in ihrer Schulzeit noch in ihrer Familie von der Shoah oder von der Nazi-Zeit was gehört. Diejenigen, die in meinem Alter sind, können das bestätigen, dass es ja in den Schulen sogar tabuisiert worden und in Familien nicht darüber gesprochen worden. Das war die Zeit unserer Jugend. Und meine Kommilitonen an der Universität,
Die sprachen nicht darüber, überhaupt nicht. Ich war sehr überrascht darüber, als dann 1967 der Krieg eben letzten Endes mit der Eroberung von meiner Stadt, sage ich mal, dazu gekommen war und dass sie auf einmal auf der Seite Israels waren. Ich habe das nicht verstanden. Ich will nur sagen, nicht jeder, der hier nach Deutschland kommt, auch jetzt nachträglich zu unserer Zeit 2015, kann darüber Bescheid wissen. Man muss ihm dieses beibringen, aber nicht sofort kriminalisieren. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Ich wusste das nicht. Woher denn? Denn unsere Gegner waren nicht die Juden. Unsere Gegner waren die Eroberer unseres Landes. Und die Staatsräson, komme ich jetzt dazu, bringt alles zusammen. Ich habe Verständnis im Nachhinein und auch sagen jetzt unsere Politiker in der Region, wir haben Verständnis dafür, wenn Deutschland das besondere Verhältnis zu Judentum und zu Juden hat, aber bitte nicht die bedingungslose Loyalität zu einer Politik, die wir nicht vertreten können. Das ist die israelische Politik. Die hat mit Judentum und Juden nichts zu tun. Das sind wir schon fast beim Kern. Ich würde aber gerne noch mal einmal so ein bisschen die historische Seite beleuchten, weil Sie das ja auch in Ihrem Buch gemacht haben. Wie war das denn eigentlich vor der Rede von Angela Merkel, vor der Knesset? Also es war ja die Geschichte sozusagen der Beziehung zwischen Israel und Deutschland war ja auch sozusagen in Wellen. Vielleicht können wir dazu ein bisschen was noch sagen, wie das eigentlich in der Adenauer-Zeit auch angefangen hat. Also Adenauer-Zeit ist vor allem durch die das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen gekennzeichnet. Also Wiedergutmachung ist natürlich ein irreführendes Wort. Es wurde nichts wieder gut, aber diese Reparationen und die unter anderem mit dem Staat Israel verhandelt wurde, war bahnbrechend und hat auch Adenauer nicht nur gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt, sondern auch gegen die politische Mehrheit in seiner eigenen Partei. Und musste dazu sogar die Opposition von der SPD dafür gewinnen, um das überhaupt über die Bühne zu bringen. Aber dann gab es wirklich sehr viele Jahrzehnte, wo Israel, also wir mussten auch vielleicht noch, wir waren gleich bei Westdeutschland, wir haben auch die DDR, wo eine klare antizionistische Ideologie war, das war Staatsideologie. Und wenn man auf Westdeutschland schaut, dann sieht man auch, dass die wirtschaftlichen Interessen Richtung die arabische Welt überwogen haben. Beispielsweise 10 Jahre lang hat Israel darum gebeten, diplomatische Beziehungen mit Westdeutschland aufzunehmen. Von 1954, also 2 Jahre nach der Wiedergutmachungsabkommen, bis 1964. Das wollte Westdeutschland aus politischer Kalkül nicht, damit die arabische Länder nicht der DDR diplomatisch anerkennen. Also das war keine moralische Überlegung. Und am Ende war es gerade, dass der Besuch von dem Staatschef von der DDR in Kairo dazu geführt hat, dass als Reaktion hat Westdeutschland die Beziehungen mit Israel diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Und wirklich als Letzte, und das vielleicht, weil wir kommen zum Staatsräson. Staatsräson ist die Idee, übrigens nicht, wie Sie sagen, bedingungslose Unterstützung der Politik Israel. Das, soweit ich weiß, stand nirgendwo, wurde niemals von einem offiziellen deutschen Politiker vertreten. Wir müssen bedingungslos politisch auf der Seite Israel sein. Sondern Staatsräson, um einfach bei dem Begriff zu bleiben und wie es Merkel auch formuliert hat, das ist, dass die Sicherheit Israel ist nicht verhandelbar. Es geht darum, um das Existenz von Israel, um die schiere Existenz dieses Landes.
Und 1973, also der Krieg, das im Oktober 1973 ausgebrochen wurde mit einem Überraschungsangriff aus Ägypten und Syrien auf Israel, hat Israel erstmal in eine sehr existenziell bedrohende Situation gebracht. Und wenn man denkt, dass gerade da so eine Staatsräson in Gang gesetzt wird, das war nicht der Fall, also ganz im Gegenteil. Als die Amerikaner wollten amerikanische Waffen aus Deutschland nach Israel bringen, weil es viel kürzer Zeit braucht, als aus der USA das fliegen zu lassen, dann hat das Willy Brandt das untersagt. Also würde ich sagen, das ist nicht sehr kompatibel mit der Art von Staatsräson. Wir reden deswegen von einer relativ jungen Konstrukt. Ja. Also 2008 ist eigentlich dann sozusagen die Geburtsstunde der Staatsräson. Gab es Vorläufer, aber ja. Und wann wurde sie Ihnen denn dann erstmals bewusst? Also Sie haben jetzt gesagt, Sie haben eigentlich wenig bis gar nichts gewusst, als Sie kamen. Aber wann haben Sie denn zum ersten Mal gespürt, dass das Verhältnis ein besonderes ist, ein anderes? Das ist im Laufe der Zeit passiert. Ich bin relativ früh, obwohl ich ja mit der Politik nichts zu tun hatte oder haben wollte, sehr früh in Berührung gekommen. Ich bin in der SPD immer noch. Sehr früh in Berührung gekommen mit Willy Brandt. Und Willy Brandt war für mich die Figur, wo ich gesagt habe, Mensch, da ist einer, der will mit seinen Feinden Frieden schließen. Der hatte mehr Gegner als Freunde hier in Deutschland. Und er hätte mit Sicherheit, da sind wir uns einig, diesen Schritt niemals während des Krieges machen können. Der wäre daran gescheitert. Also 20 oder 25 Jahre später erst. Nachdem eben die Franzosen und die Polen und die Deutschen eine Zeit der relativen Sicherheit hatten, obwohl im Kalten Krieg. Deshalb bin ich in die SPD gegangen und ich habe gesagt, wenn ich eines Tages wieder nach Hause gehe, nach Bethlehem, in die Westbank, dann würde ich genau diese Politik fortsetzen. Und da habe ich mich hier angefangen, mich intensiver mit der Politik zu beschäftigen. Und erst dann war mir der Zusammenhang jetzt klarer geworden. Und ich bin froh, dass ich jetzt Bescheid weiß. Ich kann das einordnen und ich kann das auch weiter vermitteln. Ist denn, wo spüren wir denn, also wir haben vorher, sind wir schon ein bisschen eingestiegen, aber wo spüren wir denn diese Staatsräson heute? Also seit dem 7. Oktober ist ja so eine Art, das ist ja so ein bisschen die Stunde der Bewährung, wie Angela Merkel das genannt hat. Und wo knirscht es jetzt? Wo spüren wir die heute? Ich weiß nicht, wer zuerst antworten möchte. Ich würde sagen, es hat noch schon vorher geknirscht. Das hat schon vorher geknirscht, als mehrere Jahre Netanyahu, der Ministerpräsident, schon war und immer mehr nach rechts geruckt. Und ich würde sagen, richtig geknirscht hat es im Dezember 2022, als in Israel eine Regierung an die Macht kam, die am weitesten rechte Regierung in der Geschichte dieses Landes, mit prominenten Ministern wie Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, die nach ganz nüchtern, nach jeder Kriterien ganz, ganz klar Rechtsextremisten sind. Und es ist natürlich eine, um das erstmal wertneutral zu formulieren, ist sehr herausfordernd, überhaupt eine so diese Staatsräson, also das Konzept aufrechtzuerhalten, wenn dem Gegenüber steht gerade so eine Regierung. Also das, wenn man so vor Augen hält, also Merkel hat nicht nur den Begriff der Staatsräson 2008 geprägt, sie hat auch kurz danach das festgehalten, das findet jedes zweites Jahr eine gesamte Regierungskonsultationen. Also einmal kommt der gesamte israelische Kabinett nach Deutschland und einmal danach kommt das gesamte deutsche Kabinett nach Israel und sie treffen sich zusammen und machen so ein schönes Bild. Einmal irgendwie. Und irgendwie
ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie hätte das funktionieren sollen, dann irgendwie, keine Ahnung, Nancy Faeser zusammen mit der Itamar Ben-Gvir, Hand in Hand, oder das also rein bildlich, das ist schon problematisch. Und natürlich, nach 7. Oktober ist es noch schwieriger. Also es würde erstmal Stunde der Bewährung, würde ich zustimmen, als Israel in dieser Form angegriffen wurde, der Terroranschlag. Klar, das war ein Moment, wo die Solidarität angebracht war. Die war tatsächlich von der Politik, mindestens wenn man über Politik spricht, das wurde da auch eingelöst. Dann waren in 5 Tagen war schon Olaf Scholz in Israel. Aber umso mehr die Zeit verläuft und wird klar, und jetzt sage ich auch meine persönliche Meinung, dass dieser Krieg überhaupt nicht die Sicherheitsinteresse Israels vertritt, sondern ein ganz anderes Ziel hat, nämlich das politische Überleben von dieser Regierung, desto wird schwieriger, gerade an diese Konzepte aufrechtzuerhalten. Und vielleicht lese ich zu viel rein, aber diese Resolution, das heute verabschiedet oder verabschiedet, ja, Resolution, genau, verabschiedet wurde, ist zum allerersten Mal ist der Begriff gar nicht drin. Es gibt sozusagen, es steht statt der Begriff der Staatsräson wird von ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, aber zentrale die Israels Sicherheit ist ein der zentralen Punkte in der deutschen Außenpolitik, mehr oder weniger. Kann man, also, auch wenn man diese Resolution, und ich bin auch gehört auch dazu, dass diese Resolution problematisch finde, kann man mindestens an diese Formulierung sehen, dass es vielleicht auch an einigen Stellen wackelt, es gerade an das Konzept. Ja, die Frage war, wo hat es geknirscht? Geknirscht hat es bei mir immer bei der Staatsräson und bei der Entschließung von heute. Und zwar nicht, weil ich dagegen bin, dass das besondere Verhältnis Deutschland dem Judentum und den Juden gilt, sondern weil hier eine Gleichsetzung vorgenommen wurde. Die Gleichsetzung war ja die, dass eben Israel im Vordergrund steht, die Verpflichtung Israel zu schützen, und nicht Juden und Judentum alleine. Und diese Gleichsetzung, die finde ich sehr problematisch. Ganz einfach. Ich bin bedrängt worden. Ich habe meine Heimat verloren an die Juden damals, die kein Europäer haben wollte. Das heißt, ich bin direkt Betroffener. Und deshalb bekämpfe ich auch diese Idee, dass man dem Staat Israel jetzt dienlich wird. Es bedürfte heute dieser Resolution überhaupt nicht. Mit der Staatsräson hätte das ausgereicht. Die Entschließung von heute unter dem Namen jüdisches Leben schützen und so weiter ist die Ausführung oder sind die Ausführungsbestimmungen für die Staatsräson. Und ich bin direkt Betroffener. Ich sage es Ihnen, jegliche Kritik an Israel, an der israelischen Regierung und Politik wird mir zum Vorwurf gemacht, ich sei antijüdisch und antisemitisch. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das wird Sie nicht betreffen. Aber Ausländer, Palästinenser, Muslime, Arabischstämmige in Deutschland, die werden demnächst unter dieser Ausführung zu leiden haben, weil ihr Status zum Beispiel davon betroffen ist. Werden sie eines Tages irgendetwas geliked haben, dann könnten sie ihren Status, also ihre Aufenthaltsberechtigung verlieren oder sogar ihre Staatsangehörigkeit auch rückgängig bekommen. Das wird sie nicht erwischen. Das betrifft eben uns. Und in dem Zusammenhang sage ich einmal ganz deutlich, wenn man mir nachwirft, weil ich eben diese Regierungsform und diese Kriegsauseinandersetzungen
und die Besatzung ablehne, wenn mir das zum Nachteil gemacht wird, dann akzeptiere ich das überhaupt nicht. Und dann mache ich mal mich im Sinne dieser Resolution strafrechtlich im Grunde auch strafbar. Und das akzeptiere ich nicht. Und deshalb lehne ich das grundsätzlich auch ab. Man solle dieses Dreieck Judentum, Juden und Israel nicht gleichsetzen. Nicht jeder Jude, und da sind wir uns einig, ist ein Israeli und nicht jeder Israeli ist ein Jude. Und nicht jeder Jude ist ein Zionist und nicht jeder Zionist ist ein Jude oder Israeli. Auch diese Gleichsetzung wird vorgenommen. Und von da aus ist das sehr, sehr gefährlich für den Diskurs hier in Deutschland und für die Diskussion. Ich setze mich Auseinandersetzung nicht gegen Menschen, nicht gegen eine Religion. Ich und meine Gesellschaft lehnen jegliche Religion zur Lösung von politischen Konflikten ab. Grundsätzlich, ob das auf der jüdischen, auf der islamischen oder auf der zionistisch-christlichen Stelle in Amerika. Und ich möchte nicht, dass hier in Deutschland die katholische Kirche oder die evangelische Kirche wieder das Sagen haben wird. Das lehne ich genauso ab. Politische Probleme müssen politisch gelöst werden, aber doch nicht instrumentalisiert durch die Religionen. Und von da aus habe ich volles Verständnis für jeden Juden und ich akzeptiere jeden Menschen, aber ich bekämpfe eben die Regierung und die Politik, die mich verdrängt und heute immer noch Palästinenser aus ihrer Heimat verdrängen. Heute noch. Es gibt ja doch noch einen Unterschied zwischen, also da hält Meron Mendel ja auch Vorträge drüber, über den Unterschied zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus. Also der wird ja doch schon anerkannt, auch in Deutschland. Da sind wir uns ja einig. Mhm. Wenn wir dabei bleiben, ist in Ordnung. Die Ausführung von heute belegt genau das Gegenteil. Ich gebe ein Beispiel. Die Bundestagspräsidentin, Frau Özügel, hat ein Like gemacht im sozialen Medium. Schon ist sie im Grunde dann durch alle Instanzen kritisiert worden. Herr Spahn erlaubt sich Folgendes vor dem Kongress der Jungen Union, dass er sie mit Goebbels bezeichnet. So, das ist eine Entgleisung und eine Verharmlosung von Goebbels, nur weil sie geliked hat. Und wenn mir demnächst nachgesagt wird, ich hätte meinetwegen die BDS irgendwann mal unterstützt, was ich nicht tue aufgrund dessen, dann kann mir das auch zum Nachteil erwachsen. Und von da aus bin ich schon sehr sauer darüber. Verstehen Sie das bitte? Wir können, wir beide Akademiker, wir können ja unterscheiden, aber nicht jeder, auf jeder Behörde ist ja mittlerweile ein Antisemitismusbeauftragter, der von der Geschichte gar nichts weiß. Und er bestimmt, was antisemitisch ist und was nicht. Nicht Sie und nicht ich. Ja, ich muss ein bisschen differenzieren. Also, Sie haben vieles gesagt. Ja. Zum einen stimme ich zu, zum anderen muss ich doch ein bisschen präzisieren. Sie haben gesagt, es hat nichts miteinander zu tun, Israel, Juden und Antisemitismus. Also leider, also ich bin seit 2010 in der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jugendlichen habe ich schon gesprochen, die auch von Jugendgericht zu mir geschickt wurden. Vielleicht erzähle ich eine Geschichte von denen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ein junger Mann aus Bulgarien, interessanterweise aber muslimisch, auch so eine Sufi-Abzweigung, der wurde zu uns geschickt, weil er antisemitische Inhalte verteilt, gepostet hat, auch in WhatsApp-Gruppe der seiner Klasse. Und ich wollte mich mit ihm unterhalten und fragen, was war los. Und wir hatten auch zwei wirklich sehr
nette Gespräche fast, würde ich sagen, weil wirklich sehr intelligenter und junger Mann. Und er hat, wie kommt man dazu? Und er erzählt mir, dass er in Bulgarien gar nicht wusste, dass Israel gibt, gar nicht wusste, dass also Juden mal gehört, aber er hat überhaupt nichts und war, aber er war sehr, sehr stark um seine muslimische Identität. Die Eltern sind schon früher nach Deutschland gekommen als, als Putzkräfte und er wurde, lebte bei einer Großmutter. Später kam er zu den Eltern und er wurde geschickt zu einer Klasse, Integrationsklasse. Kurz nach dem Sommer der Migration. Und diese Integrationsklasse bestand ausschließlich aus Jugendlichen aus Syrien, Irak und Afghanistan. Und was er mir erzählt hat, er war erstmal schockiert, weil die ihm gesagt haben, du bist kein Muslim. Das war ihm sehr wichtig. Er war in Bulgarien 5-mal am Tag in der Moschee. Und ihm zu sagen, du bist kein Muslim, hat ihn voll deprimiert. Aber dann hat er doch den Weg gefunden, wie er doch in dieser Klasse ist. Und das waren also der Hass gegen Israel, aber auch Antisemitismus. Und dann erzählt er mir, dass die Zionisten, das sind diejenigen, die weißt du nicht, dass sie der Union Investmentbank, Google und Aldi dann in deren Griff haben, die kontrollieren alles. Und wird alles sozusagen erzählt, die ganze Geschichte, die man schon kennt, interessant, zeig mir. Verschwörungstheorien, alle Juden sind reich und so. Und dann zeige er mir dann, woher er das hat und so weiter. Und er hat von Zionisten gesprochen, aber die Stereotype, die Beschreibung, das sind genau 1:1, das ist einfach ersetzen. Also statt, ich rede nicht über Juden, ich rede über Zionisten. Und ich hatte starke Déjà-vu, als ich das in Frankfurt auf der Pro-Palästina-Camp war und mit den Demonstrierenden da gesprochen habe. Und sie haben auch gesagt, wir haben nichts gegen Juden, wir sind gegen die Zionisten. Und dann gesagt, okay, was mit den Zionisten? Dann, sie sollen alle zurück nach Europa. Und dann habe ich gefragt, was wissen Sie, aber Sie auch die meisten von denen, also die Juden in Israel, die mehr als die Hälfte kommen gar nicht aus Europa, sie kommen aus arabischen Ländern oder sie wurden vertrieben aus arabischen Ländern. Dann waren sie so ein großes Fragezeichen und gesagt, trotzdem sollen sie alle nach Europa. Was ich damit sagen will, also ich kann noch so viel, wir konnten noch 2 Tage hier bleiben und sagen, aber es wäre schön, und ich weiß, dass bei Ihnen ist es so. Sie können wunderbar trennen zwischen Juden und die israelische Regierung und auch unter Israelis können Sie differenzieren. In meiner Arbeitspraxis, in Tausenden von Stunden, in denen ich mit Jugendlichen spreche, diese Differenzierung gibt nicht. Das ist die Realität. Und deswegen in der Realität, nicht in der Analyse, sondern in der Realität, passt kein Blatt zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Ich gebe Ihnen recht. Ich will ja keinen Minister jetzt zitieren. Wenn er aber alle Palästinenser als menschliche Tiere bezeichnet, dann ist es das Niveau von diesem Kind. Das sind wir nicht. Wir haben heute von Ihnen als Diplomatin, als ehemalige Botschafterin gehört, wie es da läuft. Ab und zu bin ich auch im Auswärtigen Amt. Ich erzähle Ihnen Folgendes. Vor einigen Jahren war ich zu Besuch beim Auswärtigen Amt als Vertreter meiner Gesellschaft. Und dann kam eben dieser Begriff damals noch, israelbezogener Antisemitismus. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was habe ich mit dem Antisemitismus in Deutschland zu tun? Damals schon. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Antisemitismus in Deutschland beseitigt wird. Und sorgen Sie bitte dafür, dass wir gemeinsam unsere Leute erziehen. Dass sie da etwas verstehen davon. Und im Übrigen habe ich gesagt, wir und ich persönlich
bekämpfe die israelische Politik, weil wären damals bei uns in Palästina die Türken geblieben oder die Griechen hingekommen und hätten mein Land besetzt und uns genauso misshandelt wie die Israelis heute, dann würde ich gegen die islamischen Türken oder die christlichen Griechen kämpfen. Was habe ich mit den Juden? Daraufhin, Abteilungsleiter, Referatsleiter, Herr Moschabasch, das habe ich so nie gesehen. Ich sage, das müssen Sie bitte so sehen. Warum schreiben Sie mir zu, dass wir von Anfang an gegen Juden sind? Nein, ich bekämpfe die Besatzung. Ich bekämpfe die Ungerechtigkeit. Und ich möchte meine Freiheit und meine Würde auf meinem Land, und zwar mit einem Selbstbestimmungsrecht, was mir zusteht. Aber mehr nicht. Man vielleicht noch mehr mal nicht. Einmal und dieses, was jetzt Sie gehört haben von dem Jugendlichen, gibt es ja eine Menge davon. Es gibt ja auch Leute, die mir woanders das Leben wünschten. Aber die zitiere ich nicht. Ja, aber da, das ist niveaulos. Ja, ist niveaulos, aber gerade wenn man sagt, wir haben mit der Resolution angefangen. Es heißt, wie diskutieren miteinander? Ja, genau. Wie diskutieren ganz miteinander? Gut. Aber wir haben nur mit der Resolution angefangen und die Resolution macht die Verbindung, weil diese Verbindung, ohne die jetzt in Schutz zu nehmen, weil diese Verbindung in der Praxis existiert. In der Praxis wird, es ist nicht mehr zu unterscheiden zwischen diejenigen, die gegen Israel und diejenigen, die gegen Juden sind. Das ist mein Vorwurf an der aktuellen Pro-Palästina-Solidarität. Wenn die Solidarität mit der Hamas zu einer Non-Plus-Ultra in bestimmte Gruppen der Palästina-Solidarität geworden ist, zu einem Mainstream, wenn die Besatzung von der Campus in der Humboldt-Universität damit endet, dass die ganze Gebäude mit roter Hamas-Dreieck beschmiert wird und vieles anders, dann gerade als jemand, der seit 35 Jahren gegen die Besatzung kämpft, kann ich mir in dieser Palästina-Solidarität nicht wiederfinden. Ich komme sehr gerne und ich war auch bei den Treffen von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Und das ist ein Ort, wo ich gerade diese Differenzierung sehen kann. Aber wenn ich zu der Campus gehe und zu der Pro-Palästina-Camps gehe, dann sehe ich diese Unterscheidung nicht. Und dann müssen wir sagen, wir haben hier ein massives Problem. Ich würde aber gerne einmal zum Verständnis, ich glaube nämlich, dass das wichtig ist. Also Sie sagen, Sie sind gegen die Besatzung. Ja. Das unterschreiben sich ja viele, aber man muss vielleicht einmal noch mal erklären, was ist die Besatzung? Weil das geht ja mittlerweile komplett unter, dass nicht mehr ganz klar gemacht wird. Also worum es ja in der Staatsraison auch geht, ist, dass man sagt, der Staat Israel, die Existenz Israels ist nicht verhandelbar. Und es gibt natürlich mittlerweile ja auch Stimmen in der pro-palästinensischen Ecke, die sagen, naja, eigentlich ganz Israel ist eine einzige Besatzung. Folgendes, wenn von mir verlangt wird, von meiner Gesellschaft, aber auch von meiner Community und von allen Palästinensern verlangt wird, dass wir die Existenz des Staates Israel respektieren und anerkennen, tue ich gerne. Aber dann frage ich die Bundesregierung, in welcher Grenze bitte? Darauf zielt meine Frage ab. Wo ist Israel? Wo ist es? Die Bundesregierung definiert Israel immer noch, genauso wie ich und Sie wahrscheinlich, die Grenze vor 1967 und kein Millimeter darüber. Ich bin damit einverstanden. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass Jerusalem, Ost-Jerusalem schon annektiert worden ist, dass die besetzten Gebiete schon mittlerweile 700.000 israelische Siedler und Siedlerinnen zur Heimat haben, auf Kosten der Palästinenser, die immer wieder bedrängt werden. Ich sehe das nicht ein, dass die Siedlergewalt immer zunimmt, Palästinenser werden aus ihren Häusern vertrieben, die Soldaten gucken zu und schützen sie sogar. Das ist Besatzung. Ja. Dagegen wehre ich mich und von da aus die Existenz des Staates Israel akzeptiere ich.
genauso wie die Bundesregierung, auf der Grenze, die wir definieren. Darüber hinaus nicht. Und das bekämpfe ich. Mhm. Da sind Sie sich ja auch einig. Insofern, ich finde es nur einmal wichtig, das zu formulieren, weil es nämlich bei manchen Menschen Missverständnisse gibt darüber, was es bedeutet. Ich würde gerne noch mal jetzt anschließen an das, was gerade vorher besprochen wurde. Weil man kann ja im Alltag in Deutschland beobachten, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Staatsräson und dem, was auf der Straße passiert. Ja. Wenn man sich mit Jüdinnen und Juden in Deutschland unterhält, ich habe das neulich, eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie ihrer 14-jährigen Tochter sagt, naja, jüdische Tochter, bitte trag nicht diese Tasche mit den hebräischen Schriftzeichen, weil sie Angst hat. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass tatsächlich Menschen, die als Juden zu identifizieren sind, angegriffen werden, auch wenn sie mit Israel gar nichts zu tun haben, weil sie eben zum Beispiel in Deutschland geboren sind. Also das heißt, dass diese Form des Antisemitismus hat zugenommen. Ich glaube, da wird man nicht viel drum herum kommen. Es hat einen klugen ehemaligen Botschafter Israels, der damals schon gesagt hatte, nicht der Antisemitismus habe zugenommen, sondern die mangelnde Sympathie für Israel. Und Israel hat eine Menge dazu getan, hat Anlass mir geboten, Israel zu kritisieren. Das ist das eine. Das andere ist, genau das, was Sie beschrieben haben, trifft uns auch. Auch palästinensische Kinder in der Schule leiden darunter. Nicht nur Juden und Jüdinnen. Ich sage ein Beispiel. Ich war sehr, sehr enttäuscht von unserem Bundespräsidenten, als er in einer Ansprache uns angesprochen hatte. Palästinenser, Muslime in Deutschland und Arabischstämmige mögen sich oder sollen, hat er uns aufgefordert, von Hamas und von Antisemitismus distanzieren. Andere nicht. So. Wenn er von mir verlangt, dass ich von diesen zwei distanziere, dann hat er mich doch verortet, dass ich in der Nähe dieser zwei wäre. Sonst braucht es nicht. Hat er jemals bei Attacken und Angriffen gegen andere, bei NSU und Diskriminierung gegen andere, jemals die Deutschen, die Christen und alle Deutschsprachigen angesprochen, sich von NSU und Diskriminierung ausgesprochen? Nein. Warum uns? Und jetzt kommt es. Ein jeglicher Nachbar, ein jeglicher Chef von mir, von Palästinensern, der ist jetzt im Grunde auch schon dabei und guckt ganz genau, wie verhält er sich so und so in der Schule genauso. Wie leiden beide darunter? Juden, Judinnen, Araber, genauso Palästinenser, auch unter dieser Polarisierung in Deutschland. Und da müssen wir einmal diese Grenze durchbrechen. Und dafür ist ja so ein Abend wunderschön, eine Gelegenheit dafür. Was, genau, Sie dürfen ruhig klatschen. was glauben Sie denn, wird diese Resolution die Meinungsfreiheit einschränken? Also ich finde es total spannend. Die Resolution ist jetzt spannend und auch die Debatte darüber ist spannend, weil es wird so von einem Lager getan, also diejenigen, die diese Resolution einfordern, sei es der Zentralrat der Juden oder wer auch immer, dass ohne das werden die Juden nicht mehr 24 Stunden in diesem Land überleben können. Das wird uns retten. Weiß ich nicht. Also es ist gerade einige Stunden, seitdem es beschlossen wurde. Ich merke noch nicht so richtig, dass es mir besser geht. Auf der anderen Seite tun die alle, als ob da, wenn sie dann nur über die, wenn sie beschlossen wird, dann ist der Untergang unserer Meinungsfreiheit, die Diktatur, also ist ungefähr vergleichbar als gerade was vor einem Tag in den USA passiert, nämlich kommt jemand an die Macht, der praktisch eine Diktatur dann ausruft. Und wenn man diese Texte aber liest,
Wird man, ich weiß nicht, vielleicht mache ich eine kurze Umfrage. Wer hat diesen Text gelesen von dieser Resolution? Zu der Resolution. Ah ja, doch. Oh, oh, schon doch. Einige, ja. Ja, ja, genau. Also ich würde sagen. Können Sie das mal kurz sagen? Oh, der ist lang, sagen. Der ist 4 oder 5 Seiten lang. Genau, also so wollte ich gerade tun, aber ich wollte sehen, wenn alle gesagt haben, wir haben es gelesen, hätte ich das auch. Also im Grunde genommen nichts Neues. Und nicht nur nichts Neues, das ist alles, wenn man schon sagt, die Beschlüsse von 2017, die sogenannte AIRA-Beschluss, der Beschluss von 2019, der BDS-Beschluss, fast wortwörtlich das Gleiche. Und das wird nochmal, manchmal habe ich das Gefühl, das hat man einfach in die alle Resolutionen in ChatGPT gegeben und sagt, schreiben Sie mir deinen neuen Beschluss. Und der ChatGPT hat gesagt, mache gerne. Und dann kamen diese 5 Seiten. Also wirklich sehr viel schwachsinnige Sachen. Also wir sind so dankbar, dass Juden wieder hier in diese Lande. Und so. Danke für die Danke. Ich verzichte auf die Danke. Und alles, und dann kommt die 2 Punkte, wo die meisten kritisieren, aus meiner Sicht auch berechtigterweise kritisieren, nämlich diese Festlegung auf eine Definition, eine Definition der AIRA. Und der zweite ist der sogenannte BDS-Beschluss, also der, das... Nein, die Jerusalemer Erklärung. Nein. Der zweite ist Jerusalem. Nein. Ich bin okay. Der zweite Punkt. Also der erste Punkt ist, dass die Festlegung auf die einzige Definition, die AIRA. Und das zweite ist die Aufforderung, Menschen, die der Boykottbewegung unterstützen, sollen keine öffentlichen Gelder bekommen. Also nun, 2017 hat ausführlich der erste Punkt schon beschlossen. 2019 der zweite Punkt. Also auch hier sehe ich nicht, also die Welt wird sich nicht ändern und wir werden auch übermorgen vergessen, dass gerade dieser Beschluss gab, sondern was wir gerade immer erleben, es wird einfach immer neue Anlässe gesucht, wo diese zwei ideologische Lager aufeinanderprallen. Und das ist übrigens nicht Palästinenser und Juden oder das nicht die Pro und gegen Israel, das sind sozusagen... Das inzwischen denke ich, es ist einfach so, die sind einfach professionelle Leute, die sich ihre Profession ist, sich aufzuregen und die sich irgendwie auf die Barrikaden zu gehen und Petitionen zu schreiben und so weiter. Und es wird dann die nächste, ich weiß nicht, wird es der Berlinale oder Biennale oder der Documenta oder dieser Film oder der andere Film oder diese Gastprofessorin oder der andere. Aber ich kann es eins versprechen, warten Sie mal ab, in 2 Monaten haben wir wieder diese große Aufregung. Und Überraschung, das werden genau die gleichen Leute, die das total schlimm oder total gut finden und die Welt geht einfach weiter. Und inzwischen müssen wir, denke ich, einfach die Vernünftigen uns von diesen Erregungssteifen einen Abschied nehmen. Und diese solche Beschlüsse, das ist die Gute in diesen Beschlüssen, dass sie nicht rechtsbindend sind. Also der BDS-Beschluss wurde inzwischen in alle Verwaltungsgerichte, in jedem Bundesland geurteilt und alle haben einhellig die gleiche Ergebnis. Das ist, man kann nicht aufgrund dieses Beschlusses einzeln von irgendwelchen Personen dann verweigern oder jemanden ausladen oder was auch immer. Das hat auch der Bundesverwaltungsgericht beschlossen. Von daher, wir müssen einfach diese stellvertretende Kampf sein lassen und über die Sachen selbst diskutieren. Nein, darf ich mal mit allem Respekt Sie verharmlosen? Wir sind Betroffene. Es gibt ja jetzt schon Palästinenserinnen und Palästinenser, die ihre Jobs verloren haben. In den Medien, in verschiedenen Stellen, weil sie irgendwann etwas geliked haben sollen. Die Menschen leiden darunter, glauben Sie mir. Wir leiden darunter, Sie wahrscheinlich nicht und Sie als Deutsche auch nicht. Die Staatsräson und die Ausführung von heute bezeichne ich im Grunde als überflüssig, nicht notwendig, wie Sie gesagt haben, aber dennoch ist es eine Steigerung der Polarisierung in Deutschland. Ansonsten würden nicht über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Reporter
Und was weiß ich, sich dagegen wehren und die Bundestagsabgeordneten schreiben, bitte tut das nicht, aber sie lesen es nicht. Wir haben von unserer Gesellschaft alle Abgeordneten angeschrieben, alle. Und ich weiß von zwei, definitiv, der sagte, wenn ich deiner Meinung folge, dann bin ich übermorgen weg. Er hat selber Angst, die beiden, selber Angst davor, als Antisemitin bezichtigt zu werden, wenn sie das ablehnt. Glauben Sie mir. Und die vier, die sich gefreut haben nach dieser Resolution, sind folgende. Herr Beck, der israelische Botschafter, Josef Schuster und das größte Organ hier in Hamburg, die Bild-Zeitung. Und das reicht mir. Das reicht mir. Und Sie schreiben auch für Medien. Im Spiegel, FAZ, in der Welt steht auch da drin, dass der Einfluss Israels so groß war, gerade bei dieser Resolution gewesen. So groß. Der Botschafter, der israelische Botschafter, war schon bei jeder Fraktion gewesen. Und er hat genau darauf geachtet, dass das so rausgeht. Und deshalb sage ich, diese Unterstützung lehne ich ab. Und ich leide darunter und nicht Sie. Und ich habe das Recht, das zu sagen. Und wenn ich das so weit bringe, dass meine deutsche Staatsangehörigkeit mir abverlangt werden sollte, dann bitteschön. Aber das steht nicht drin. Das müsste man vielleicht noch klarstellen. Dann bitteschön. So weit ist es noch nicht. Also, wenn ich darf, also das ist wirklich schlimm. Ja, also danke. Also ich will noch mal genau klar meine Position nehmen, weil ich denke, sie ist vielleicht nicht richtig rübergekommen. Ich verharmlose nicht die Situation, ich gehe gleich auf die Situation. Mein Punkt war und ich bleibe dabei, dass diese Resolution wird an die Situation nicht ändern. Und dann sind wir auch einig sein, einig und nicht einig, wie das ganze Gespräch, was die Situation ist. Also ich finde, gerade diese Dynamik, die Sie beschrieben haben, dass Menschen zu fürchten haben oder nicht ihren Job verlieren oder Angst haben, ihren Job zu verlieren oder nicht eingeladen werden, ist genau das Problem. Und zwar, und dann muss ich auch wieder, da unterscheiden wir uns, da würde ich sagen, auf beide Seiten. Gut. Was meine ich mit beide Seiten? So eine Liste kann ich erstellen von Leuten, die eine sehr gute Freundin von mir, die Sarah Levy, hat ein Buch geschrieben und auf einmal ihr werden Orte sagen, ja, die sagen ihre Lesungen ab. Ja, das Thema ist uns zu heikel. Also das. Wir erleben auch, dass diese, gerade das, was die BDS will, ist genau was, oder was die BDS macht, ist, was ja auch die Gegner der BDS machen. Ja. Also die BDS versucht deren Gegner, sein Israels, und ihre einzige Schuld ist, dass sie den falschen Ausweis haben, den falschen Geburtsort haben, die sollen ausgeladen werden oder nicht eingeladen werden. Sie dürfen, ihre Bücher sollen nicht übersetzt werden und so weiter und so fort. Das ist ein massives Phänomen. Und da, ich streite jetzt nicht, ich bin betroffen oder nicht betroffen. Ich sehe hier das Problem. Gut. Jetzt ist die Frage, wie kann man... Kannst du kurz sagen, was BDS ist? BDS ist diese Boykottbewegung, eine internationale Bewegung, die ihr Ziel ist, Israel zu isolieren und nach dem Modell von Südafrika, aber de facto, dass in der Praxis ist, dass Menschen werden ausgeladen oder boykottiert, weil sie israelisch sind. Das ist egal, ob es sind Friedensaktivisten, Menschen, die die israelische Regierung nicht nur kritisieren, diejenigen, die auf die Straße gehen, um gegen die Regierung zu demonstrieren, die werden aber im Ausland von BDS-Aktivisten oder von jenigen, die Angst vor der BDS haben. Es muss keine BDS-Leute sein. Es sind Leute, die einfach Angst haben, dann Shitstorm zu bekommen, dann sagen, liebe Hände weg davon. Und das ist eine Realität. Also das eine Seite wendet diese Boykott-Mentalität an. Und dann die andere Seite
tut das genau das Gleiche. Ja. Und dann haben wir gerade diese Situation. Und diese Situation ist schlimm. Und solche Resolutionen folgen dieser Logik des Boykotts. Und das müssen wir brechen. Und ich habe das nichts verharmlost, sondern der Einzige, was ich sage, das ist das Gleiche, immer von der Gleiche. Und wir müssen raus aus dieser Logik des Boykotts. Ja, okay. Jetzt gibt es einen Moment, wo ich da... Ich hab auch Verbindung zu jüdischen Freundinnen und Freunden hier in Deutschland, die auf unserer Seite sind. Die sagen, die kritisieren genauso die israelische Politik. Und es sind ja zigtausende, die schon vor dem 7. Oktober auf den Straßen gewesen, in Tel Aviv und Haifa und so weiter, und demonstrieren gegen die israelische Politik, gegen Netanyahu und seine Minister. Jetzt heißt es aber in dieser Entschließung, wenn man das ganz genau liest, und ich habe die auch gelesen, dass da drin, wenn ich das kritisiere, dann bin ich schon eigentlich Antisemit. Das bedeutet... Was kritisieren? Ja, natürlich. Wenn man die Regierung kritisiert, meinen Sie? Ja, die Regierung, ja, natürlich. Wer Israel, ja, der Israel-bezogene Antisemitismus, na bitteschön. Was heißt das? Entschuldigung. Aber da muss man wahrscheinlich doch nochmal unterscheiden. Entschuldigung. Aber wenn jetzt hier lebende Jüdinnen und Juden sagen, die sind selbst betroffen und die werden demnächst auch, weil sie nicht verantwortlich sind für ihre Regierung, die werden automatisch genauso behandelt oder misshandelt wie mich. Und das ist eine Sache, die uns alle angeht. Das sind Menschen, die hier leben. Das hat mit Palästina erstmal gar nichts zu tun. Das sind Jüdinnen und Juden, die eben Israel kritisieren. Und die werden demnächst genauso belangt werden wie jeder andere. Und das ist auch eine Missachtung und Verachtung der vielen Demokratinnen und Demokraten in Israel, die auf die Straßen gehen und gegen die Regierung protestieren. Weil, wenn ich die israelische Regierung kritisiere in ihrer Gänze, so wie sie das machen, laufe ich Gefahr, dass ich mich dagegen verstoße. Bitte lesen Sie das ganz genau nach. Ich glaube, es durchaus schon möglich ist, die israelische Regierung zu kritisieren, ohne dass man als Antisemit gilt. Das, glaube ich, ist schon noch möglich. Das möchte ich auch gerne machen, aber es wird mir nicht immer so abgenommen. Die Frage. Also es ist ja ein wichtiger Punkt, über den hat Meron Mendel ja auch geschrieben vor kurzem im Spiegel. Da sind wir auch wieder bei der Staatsräson, dass natürlich jetzt das Problem immer offensichtlicher wird, dass man eine Staatsräson eigentlich nicht aufrechterhalten kann, wenn dieser Staat eben regiert wird von einer rechtsextremen Regierung. Sie haben ja auch über die Siedlergewalt auch geschrieben, also dass man, das ist so ein bisschen die Frage, ob wir eigentlich jetzt an der Grenze der Staatsräson angekommen sind. Klar, wir haben darüber gesprochen schon länger, aber ob nicht jetzt sozusagen eigentlich der Punkt angekommen ist. Man sieht es ja auch an der Regierung, dass, ich weiß nicht, wer das überhaupt mitbekommen hat, es gab vor kurzem so einen kleinen Medienskandal, weil die Bundesregierung die Waffenlieferung an Israel erstmal ausgesetzt hat. Mittlerweile werden die Waffen wieder geliefert, aber es ging eben halt darum, dass man sicher gehen wollte. Man wollte eine Zusicherung der israelischen Regierung, dass diese Waffen eben nicht sozusagen zum Angriff benutzt werden oder eben für diesen Krieg in Gaza. Aber okay, die israelische Regierung hat es zugesichert, aber das kann natürlich niemand überprüfen. Aber da gab es eine Empörung gegenüber Annalena Baerbock, wie sie überhaupt dazu kommt, so etwas zu fordern. Also die Frage ist vielleicht, da können wir so ein bisschen vielleicht so zum Abschluss langsam kommen, ist denn die Grenze, also Ihrer Meinung nach, erreicht für diese Staatsräson? Aber was wäre denn dann die Alternative? Also wie würde sich Deutschland verhalten müssen? Also wir brauchen einfach neue Koordinaten. Also meine Selbstdefinition ist, ich würde mich als pro-israelisch und pro-palästinensisch definieren, weil für mich ist es so glasklar, dass in diesem kleinen Gebiet gibt es keine Möglichkeit, dass 7 Millionen Menschen
sich wunderbar, super Leben haben und 7 Millionen Menschen, die unmittelbar da leben, sind unter Besatzung und leiden. Das kann ein paar Jahre funktionieren, aber am Ende, das bedeutet ein Leiden für beide Seiten, für alle 14 Millionen Menschen. Von daher, klar, wenn man, ich weiß nicht, ob das Wort Staatsräson hat mir nie gefallen, aber nenne jetzt das besonders Verantwortung, besonders Beziehung, historische Verantwortung, you name it. Es geht aber im Endeffekt darum zu sehen, wie stärken wir die friedlichen Kräfte in Israel und in der palästinensischen Gesellschaft zu Wohle aller 14 Millionen, die in dieser Region wohnen. Und auch zugleich gehört dazu, wie erteilen wir Absage zu radikalen Kräften. Und das dazu gehört für mich, also auch in solche Resolutionen, dass man findet wieder, die deutsche Regierung glaubt an die Zwei-Staaten-Lösung. Wunderbar. In allen Aspekten gibt es auch Maßnahmen. Deswegen tun wir 1, 2, 3. Nur diese Aussage bleibt einfach in der Luft. Was bedeutet das? Wir haben vor kurzem den Beschluss von Internationalen Gerichtshof, IGH, dass die Besatzung illegal sei. Ja, also was bedeutet das? Also Deutschland muss das implementieren. Wieso können weiterhin Menschen, die in ihr Pass steht, sie wohnen in einem illegal besetzten Gebiet als Siedler, wie können sie dann problemlos hierher zu diesem Land einreisen, nach Europa? Soll das Deutschland sich dafür einsetzen, dass diese Leute abgewiesen werden? Oder wieso werden Produkte, die in diese Gebiet produziert werden, wie können sie weiterhin, auch wenn sie markiert sind, verkauft offiziell werden? Offiziell ist es ja nicht erlaubt. Offiziell hat die EU ja entschieden, dass diese Produkte nicht eingeführt werden dürfen, aber die werden dann halt ja umdeklariert, nehme ich an. Oder? Ja, ja, muss man das demaskieren. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich will jetzt nicht das in eine richtig Plan ummünzen, weil was ich sage, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Also was unser Ziel ist, wenn wir wirklich sind auf der Meinung, es gibt diese besondere Verantwortung. Diese besondere Verantwortung ist, zu sagen, wir helfen den Menschen vor Ort, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Übrigens, das ist die gleiche Absage auch zu Radikalen auf der palästinensischen Seite. Vielleicht an diesem Punkt können wir auch diskutieren. Also ich habe überhaupt keine Bedenken mit, dass diese ganze Hamas-Sympathisanten, die bei uns auf die Straße laufen, die in die Campus sind und ihnen ganz klar an die Schranken gewiesen werden. Also ich verstehe das nicht, warum das in der Palästina-Solidarität toleriert und akzeptiert wird. Warum der deutsch-palästinensische Gesellschaft nicht ganz klar von denen das distanziert. Ich distanziere mich jeden Tag, 10-mal am Tag, von den israelischen Radikalen, von den Siedlern und den Unterstützern dieser Regierung. Aber irgendwie finde ich meinesgleichen auf der palästinensischen Seite nicht, die das in ganz klare Worte sagen. Und das ist Teil des Problems. Wir brauchen einfach die ganze Koordinaten müssen neu gestellt werden. Wir müssen diejenigen, die bereit sind zu sagen, egal, pro Palästina, pro Israel, wurscht, diejenigen, die zur Erkenntnis gekommen sind, dieser Konflikt ist zu lösen, nur wenn ein Kompromiss gefunden wird. Die gehören eine Seite. Und die andere Seite, die sagen, wir kämpfen und kämpfen, bis wir die andere Seite völlig aus der Welt verschafft haben, die gehören zur zweiten Seite. Und wenn wir das denken, dann können wir diskutieren, wie das heißt, Staatsräson, Verantwortung, you name it, mir ist egal. Lieber Herr Meron, Mendel, wir haben einmal diskutiert zusammen und als ich sagte, wir sind zu 80% deckungsgleich, da sagte der Moderator damals, dann lasst uns mal über die 20 reden. Nein, tue ich nicht. Und zwar, Sie haben hier einen Fehler gemacht, tut mir leid.
Sie haben mich und meine Gesellschaft angesprochen, als hätten wir uns nicht von Hamas und von den Attacken distanziert. Nein, von der Demonstranten, nicht von der Hamas. Haben wir auch. Haben wir auch. Schriftlich können Sie mal nachlesen auf unserer Homepage-Seite. Das haben wir von Anfang an gemacht und immer wieder. Immer wieder. Von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Und ich sage Ihnen eins noch dazu, zu Ihrer Information. Ich war vor 4 Wochen erstmalig auf einer Kundgebung in Berlin, weil wir bis dahin gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an Demos. Und diese Kundgebung in Berlin war von 40 Solidaritätsgruppen für den Frieden. Für den Frieden. Es waren Israelis, es waren Juden dabei und Palästinenser und Solidaritätsgruppen. Und wir haben gesagt von Anfang an, es kommen keine Fahnen, keine Parolen, nichts. Und ich bin erstmalig da gewesen, habe eine Rede gehalten oder Rede halten dürfen. Und wir haben gesagt, wir wollen beweisen, dass wir durchaus friedlich demonstrieren können, ohne irgendetwas. Und da ist nichts passiert. Nichts. Der eine Reporter war da bei mir und sagte, hier ist das langweilig, so sinngemäß. Er könne nicht darüber berichten. Ja, das ist natürlich auch. Da ist nichts los. So, ich wollte nur sagen, diejenigen, die Sie beschrieben haben, sind nicht unsere Freunde. Die schaden unserer Sache. Und glauben Sie mir, die spielen den anderen schon erstmal den Ball zu, weil es dann heißt, alle Palästinenser sind gefährlich, gewalttätig, anti-israelisch und anti-jüdisch. Und das sind wir nicht. Von da aus bitte ich Sie, dass Sie das nächstes Mal beachten. Ich nehme es das gerne zurück. Wir haben das nie getan, das eine Mal und vielleicht ein zweites, nur unter dieser Prämisse. Ansonsten geht das nicht. Wir lehnen jegliche Gewalt, jeglichen Krieg. Und ich sage immer wieder, ein Toter, egal ob Israeli, Jude, Araber, Palästinenser, Christ oder Moslem, ist einer zu viel. Und wenn es dann zu viele sind, dann müssen wir uns im Grunde dahin verständigen, dass dieser Krieg beendet wird. Und jetzt bin ich wieder bei der Bundesregierung. Die verheerende Nahostpolitik. Verheerend. Die einseitige und vor allem völkerrechtsmissachtende, ich sage es mal aus meiner Position, weil hier und da mit Doppelmoral gearbeitet wird, die lehne ich ab. Die deutsche Politik muss genauso revidiert werden. Die muss überdacht werden. In 2 Momenten. Es geht nicht an, dass die Bundesregierung sagt, wir sind für die Zwei-Staaten-Lösung von Anfang an, aber die haben jahrelang, über 30 Jahre, nichts dagegen unternommen. Und jetzt entdecken sie diese Lösung. Das Zweite ist, ich akzeptiere das gar nicht, dass seit dem 7. Oktober die Waffenlieferungen sich verzehnfacht haben nach Israel. Verzehnfacht, das kann man nachlesen. 500.000 Geschosse, Panzergeschosse sind geliefert worden. Und dass dann eben über den Gazastreifen Lebensmittel geworfen wird. Beides verträgt sich nicht. Entweder oder. Entweder man ist Seite auf für den Krieg, dann ist in Ordnung. Aber man kann mir nicht sagen, ich liefere auch jetzt Medikamente und Lebensmittel auf den Gazastreifen. Das verträgt sich nicht. Ich bin Deutscher und ich möchte, dass die deutsche Politik zur Besinnung kommt. Wir wollen alle den Frieden haben. Alle. Und deshalb sage ich, Deutschland hat für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Das haben sie bis jetzt nicht getan, leider. Deutschland hat immer sehr gute Beziehungen zu den arabischen Ländern, unabhängig davon, von Judenverhältnis und so weiter. Und das haben sie missachtet. Und deshalb sorge ich dafür, auf meiner Ebene, solange ich in der Partei bin, dass das geschehen solle. In diesem Sinne reichen wir uns die Hände. Okay, gut. Vielen Dank. Ich glaube,
Wir haben nicht alles besprochen, was man besprechen könnte. Das Thema ist einfach zu groß. Aber vielleicht haben wir ein paar Impulse gegeben und ich hoffe, der Abend hat Ihnen etwas gebracht. Und vielen Dank an Sie beide und vielen Dank, dass Sie gekommen sind.